Schon wieder ein neues Assassin's Creed. Worum geht es dieses Mal? Wir schauen drauf und das gibt es bei uns in der Sendung. Außerdem blicken wir passend zum Weltkindertag auf Spiele für Kinder. Welche Spiele gibt es da und worauf sollte man noch achten? Ja, und ein bisschen Basketball mit dem neuen NBA 2K und die neuen FIFA-Ratings von FIFA 23 haben wir auch noch für euch. Das alles jetzt im E-Fernsehen. Dranbleiben. Hallo und herzlich willkommen zum E-Fernsehen, die Adresse für Gaming-News unter der Woche. Mein Name ist Paul Fischer und an meiner Seite heute wieder Danny Singer. Ja, danke. Schöne Grüße auch von mir. Wir haben heute wieder viele verschiedene Themen für euch am Start. Unter anderem blicken wir auf Basketball. Wir haben Assassin's Creed für euch am Start. Und wir blicken auf den Geburtstag von Battlefield. Happy Birthday! Nee, das kommt erst später. Und wir haben sogar noch den schnellsten YouTube-Bann der Geschichte für euch. Ja, kleiner Spoiler, der Clip war es nicht. Aber Paul, heute ist ja Weltkindertag. Und passend zum Weltkindertag starten wir jetzt mit sehr jungen Zockern. Ja, hier sehen wir, die Kinder zocken Fortnite, die Eltern sind mit dabei. Paul, was war denn dein erstes Spiel? Boah, ich glaube Willy Werkel. Da musste man mit so Rasenmähermotoren Autos zusammenbasteln. Kann man bei den heutigen Spritpreisen aber auch nicht mehr verantworten. Naja, also ich kriege ja immer die Frage gestellt, welche Spiele sind denn eigentlich was für Kids? Und worauf sollte man noch achten? Und die Frage aller Fragen, ab wann und wie viel Fortnite? Also ich habe meinen allerersten Gameboy in der Grundschule bekommen und natürlich habe ich davor auch schon mal Moorhuhn am PC meiner Eltern oder Sonic an der Sega meines Dads gespielt. Aber wie ist das heute, wo alles digitaler ist? Ab wann werden Kinder mit Gaming zum ersten Mal konfrontiert und ab wann ist es bedenklich? Was bedeutet eigentlich die USK und wie kann man Kinder schützen? All das will ich für euch herausfinden. Wie alt sind Ihre Kinder und dürfen sie Videospiele spielen? Ja, also ich habe drei Mädchen, die sind 10, 12 und 15 und ja, die dürfen schon mal Videospiele spielen. Die ist 4,5 und sie darf ganz wenige Spiele spielen, aber sie darf. Tochter wird jetzt 5 und nein, bis jetzt noch nicht. Ab welchem Alter durften Ihre Töchter zum allerersten Mal Videospiele spielen? Also die Älteste erst ab 7, 8, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und die Jüngste natürlich am frühesten, also die hat einfach das gezockt, was die Älteren auch schon gespielt haben. Ich weiß nicht, vielleicht sie war 2,5 oder so. Melissa ist 5 gewesen, die hat mit ihrem Papa dann gespielt, aber in Aufsicht, gell? Die haben Eishockey gespielt oder Mario Kart oder sowas haben die gespielt. Eine Umfrage des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest mit rund 1200 Kindern ergab, dass bereits jedes vierte Kind im Alter von 6 bis 13 jeden bzw. fast jeden Tag Videospiele spielt. Es gibt eben auch eine bunte Auswahl an verschiedensten Spielen für jedermann. Aber gibt es gesetzliche Regelungen? Das Jugendschutzgesetz soll dafür Sorge tragen, dass Kinder und Jugendliche durch ungeeignete Inhalte nicht gefährdet oder beeinträchtigt werden. Um das bei Videospielen gewährleisten zu können, arbeiten Behörden mit der USK zusammen, der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Publisher können ihre Spiele dort einstufen lassen, freiwillige Tester spielen die Spiele dann durch und stellen sie einem Gremium aus ehrenamtlichen Sachverständigen und einem Vertreter der obersten Landesjugendbehörde vor. Das Ergebnis des Verfahrens ist dann als Alterskennzeichnung auf der Spieleverpackung zu finden. Es wird beurteilt, ob Kinder und Jugendliche aufgrund ihrer Entwicklung die Inhalte beispielsweise noch nicht verkraften oder ob sie so überfordern oder ob sie so zum Beispiel noch nicht einordnen können. Da geht es zum Beispiel auch darum, wie realistisch sind Gewaltdarstellungen, wie wird sozusagen auch die Story irgendwie geframed, was gibt es zum Beispiel aber auch für Aspekte wie belastende Themen, Handlungsdruck, all das guckt sich die USK an. Spiele können ab 0, ab 6, ab 12, ab 16 oder 18 freigegeben werden. Damit regelt der Staat allerdings nur die Abgabe in der Öffentlichkeit. Im Handel muss sich an die Abgabebeschränkungen gehalten werden, sonst drohen Bußgelder in Höhe von bis zu 50.000 Euro. Aber gibt es auch Konsequenzen für Eltern, wenn ihr Kind ein Spiel für eine höhere Altersklasse spielt? Nein, also da können wir beruhigen. In Deutschland gilt das Elternprivileg. Das heißt, Eltern dürfen selber entscheiden, was sie ihren Kindern zutrauen. Gleichzeitig hat natürlich das Alterskennzeichen eine Bedeutung. Das Ziel ist ja auch, Kindern ein gesundes Aufwachsen mit Medien zu ermöglichen und sie vor beeinträchtigenden Inhalten erstmal zu schützen. Das heißt, wir raten natürlich Eltern, da aufs Alterskennzeichen zu gucken. Aber jedes Kind ist auch unterschiedlich. Das heißt, Eltern dürfen auch die Entscheidung treffen, das traue ich meinem Kind schon zu, damit kann mein Kind gut umgehen.
Sollten Spiele nicht nur jugendbeeinträchtigend, sondern bereits gefährdend sein, können sie indiziert werden. Dafür ist nicht die USK, sondern die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz verantwortlich. Betroffene Spiele bekommen dann keine Alterskennzeichnung und dürfen weder beworben und ausgestellt noch an Minderjährige verkauft werden. Das betrifft beispielsweise einige Resident Evil und Call of Duty Versionen. Okay, es gibt also durchaus staatliche Regulierungen. Aber welche Spiele spielen Kinder überhaupt? Puh, also hauptsächlich Mario Kart. Bei dem Rest bin ich relativ überfragt. Und dieses eine Klassiker, Fortnite genau. Rust zum Beispiel spielt er ganz gerne momentan. Das weiß ich. Oder Minecraft spielt er tatsächlich immer noch ab und zu. Mein Bruder Fußball, wie, das FIFA, das ist ganz wichtig. Den Goat Simulator darf sie spielen. Besonders beliebt bei 6- bis 13-Jährigen sind Spiele wie FIFA, Minecraft oder Sims, die alle von der USK ab 0 oder ab 6 freigegeben wurden. Dabei heißt die Freigabe ab 0 nicht, dass sich FIFA als Spiel für Kleinkinder eignet und sie das Spiel bereits verstehen können, sondern dass das Spiel jugendschutzrechtlich unbedenklich ist. Auf ein anderes bei Kindern sehr beliebtes Spiel trifft das aber nicht zu: Fortnite. Das Spiel hat eine Altersfreigabe ab 12 Jahren, wird aber oftmals auch von jüngeren Spielern gespielt. Fortnite genießt große Beliebtheit unter anderem wegen dem bunten Comic-Style und lustigen Tänzen und Emotes, die auch Kinder ansprechen. Aber warum ist das Spiel für Kinder bedenklich? Warum? Es ist ja auch ein klassisches Shooter-Spiel, wenn man so will. Man tritt gegeneinander an, kämpft in Teams, entsprechend bis der letzte oder die letzte Überlebende dann sozusagen noch da ist. Die USK hat sich's angeguckt und eben entsprechend aber auch beurteilt, dass die Gewaltdarstellung oder diese Comic-Gewalt in Fortnite jetzt für 12-Jährige durchaus schon bewältigbar ist. Gleichzeitig sind bei Fortnite aber auch viele andere Themen verbunden. Also da kann man kommunizieren, da kann man chatten. Da kann man natürlich auch Kosten oder In-Game-Items sich zusätzliche Rüstungen kaufen. Also insofern Fortnite ab 12 Jahren, ja, aber bitte Kosten im Blick halten und auch natürlich auch entsprechend die Einstellungen zur Kommunikation gut nutzen. Doch wie können Eltern ihre Kinder am besten schützen? Also zunächst mal auf das Alterskennzeichen der USK zu achten und dann wirklich sich zu informieren, um was geht's in dem Spiel, auch auf die Zusatzhinweise zu achten. Dann natürlich zweitens erstmal die Faszination Games zu verstehen, auch mal wirklich mit Kindern und Jugendlichen zu reden, um dann zu erfahren, okay, wo sind vielleicht Risiken, die wir beachten müssen? Wie können wir gemeinsam sichere Einstellungen treffen? Es gibt zum Beispiel auf vielen Spielekonsolen auch wirklich Elternaccounts und Kinderaccounts, wo man gut einstellen kann, wie viel Spielzeit ist erlaubt. Eltern sollten das auf jeden Fall nutzen und sich angucken. Gleichzeitig ersetzt es natürlich nicht die Verabredung mit dem Kind, was ist okay und was ist erlaubt. Die Medienpädagogin Dr. Irene Schulz sieht aber nicht nur die Eltern in der Verantwortung. Wenn man Angebote schafft, die ja besonders interessant und reizvoll sind für eine sehr junge Zielgruppe, müssen die Rahmenbedingungen auch so geschaffen sein, dass die Kinder sich online da gut bewegen können. Und das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Also beispielsweise eben auch keine moderierten Chats in Deutschland. Und neben den Spieleentwicklern muss man tatsächlich auch sagen, dass natürlich die Bildungsinstitutionen da gefragt sind, ne? Also dass es eigentlich in Schule auch verbindlich diese Themen vermittelt und behandelt werden müssen. Eine gewisse Medienkompetenz von Kindern und ihrem Umfeld sollte also das Ziel sein. Trotzdem darf man nicht vergessen: Also das, was schief geht in der Online-Welt, kann man genauso wenig zu 100% verhindern, wie das, was in der Realität schief geht. Ne? Also ich glaube, das ist was, was man eben in der Erziehung in Kauf nimmt, dass wir auch als Eltern nicht immer alles erfahren, was die Kinder machen. Das gehört auch ein Stück weit dazu, ne? Zum Abgrenzen und zum Erwachsenwerden. Videospiele gehören bei Kindern also genauso dazu wie andere Freizeitbeschäftigungen. Wichtig ist es, das Ganze nicht nur zu kontrollieren, sondern eben auch Interesse zu zeigen und den Kindern einfach Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie selbst einen gesunden Umgang mit Videospielen erlernen können. Danke, Lea. Ja, und ihr da draußen könnt uns mal unter dem Hashtag eFernsehen schreiben, welche Spiele ihr so mit euren Kids zockt und worauf ihr achtet. Ja, wahrscheinlich kein Assassin's Creed, weil das Spiel ist, zumindest Assassin's Creed Valhalla, ab 18 Jahren. Ja, aber ich liebe ja die Welt um Assassin's Creed, nicht nur, weil man beim Zocken so ein bisschen Geschichte lernt, sondern weil die den Bademantel auch wieder tragbar gemacht haben. Hm? So nämlich. Aber Danny, lass uns mal in die Welt der Assassinen ein bisschen abtauchen, als wäre dieses Universum nicht schon groß genug mit Exkursen ins Mittelalter, zu den Wikingern oder aufs Monopoly-Spielfeld. Nee, die Entwickler, Ubisoft. Die haben noch viel Größeres vor. Ja, und da fällt es ganz schön schwer, den Überblick zu behalten, denn Ubisoft hat einiges angekündigt. Eine eigene Show, ein eigenes Mobile Game und vieles mehr. Und weil das alles so komplex ist, hat sich Sarah-Marie Lange mal hingesetzt und einfach mal die Zukunft von Assassin's Creed für euch zusammengefasst.
Fast kein Videospieluniversum hat so viele Gamer in seinen Bann gezogen wie Assassin's Creed. Die Reihe begeistert mit atemberaubenden Settings rund um die Welt, prägenden Epochen der Menschheit und historischen Ereignissen mit ihren Persönlichkeiten. Lange warten müssen die Fans nie, Ubisoft bringt regelmäßig einen neuen Titel raus. Doch in den letzten Jahren bröckelte das Bild der makellosen Erfolgsreihe. Unmut über die Qualität der neuen Titel machte sich breit. Zum einen nahm die moderne Story in den Spielen einen zu großen Umfang an. Die Fans wollten lieber mehr Zeit als von Türmen springende Assassinen verbringen und Bekanntschaften mit Da Vinci, Caesar und Co. machen. Und nicht den Kampf aus der viel spannenderen Vergangenheit in einem verstaubten Lagerhaus weiterführen. Zum anderen wird bemängelt, dass das typische Assassin's Creed Gameplay in den letzten Titeln verloren gegangen ist. Es ist schlichtweg oft nicht nötig. Zu häufig kann man einfach drauf losrennen und eine ganze Armee alleine überwältigen. Was nichts mehr mit dem geheimnisvollen Verborgenen zu tun hat, in dem die Assassinen eigentlich ihre Arbeit verrichten. Die Gaming-Welt blickt also gespannt auf die Zukunft der erfolgreichen Reihe. Pünktlich zum 15-jährigen Jubiläum versprach Ubisoft jetzt, zu den Wurzeln von Assassin's Creed zurückzukehren. Der Fokus soll wieder vermehrt auf dem Anschleichen, Parkour und Attentaten liegen. Fans können sich wohl demnächst auf storybasierte Action-Adventure-Games freuen, wie sie sie lieben gelernt haben. Und das erste können sie bald schon in den Händen halten. Assassin's Creed Mirage wird der nächste Teil heißen und zu diesem gibt es auch schon einige Infos. Are you ready to give up who you once thought you were? I am. Einigen von euch kommt dieser junge Mann vielleicht bekannt vor. Ein paar mehr Falten hier, ein bisschen mehr Bart da und voila, ihr blickt in das Gesicht von Basim aus dem letzten Assassin's Creed-Titel Valhalla. In Mirage spielt er den 20 Jahre jüngeren Straßendieb aus Bagdad, der sich im Laufe der Zeit zum Meisterassassinen entwickelt. 2023 soll der neue Teil erscheinen, ein genaueres Datum steht noch nicht fest. Allerdings kann das Spiel jetzt schon vorbestellt werden. Aber Mirage bleibt nicht die einzige Ankündigung, die es beim diesjährigen Ubisoft Showcase gab. Es wurde nämlich gleich eine Handvoll zukünftiger Leckerbissen für die Fans enthüllt. Noch dieses Jahr wird es eine kostenlose Erweiterung für den letzten Teil Valhalla geben. Die schon existierenden Storylines sollen in dem Add-on Das letzte Kapitel zusammengeführt werden. Eivor wird dabei auf Schlüsselfiguren aus der Geschichte treffen. Zudem wurden drei weitere Titel mit dem geheimnisvollen Namenszusatz Codename angekündigt. Das nächste Premium-Flaggschiff von Ubisoft trägt den Codename Red. Ubisoft ist mit den Infos aber noch sparsam. Bekannt ist lediglich, dass der Schauplatz das feudale Japan sein soll. Und dieser Teil soll die Zukunft der Assassin's Creed Open World Rollenspiele sein. Auch die Handlung von Codename Jade wird sich in Asien abspielen. Genauer gesagt geht die Reise ins alte China. Dieser Teil ist nicht wie die anderen. Codename Jade wird das erste Open World Mobile Game der Reihe werden. Zwar sollen alle typischen Gameplay-Features verfügbar sein, jedoch werden diese für Mobilgeräte optimiert. Den Charakter sollen Spieler ganz nach ihren Wünschen individualisieren können. Viel mehr Infos gibt es zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht. Auch mit Codename Hexe hält sich Ubisoft noch zurück. Lediglich ein spärlicher Trailer lässt vermuten, dass sich die Geschichte im Europa des 16. Jahrhunderts während der Hexenverfolgung abspielt. Und für die Zukunft hat sich Ubisoft noch kräftige Unterstützung dazu geholt. Zusammen mit Netflix wird eine Live-Action-Show produziert. Zudem soll ein weiteres Mobile-Game exklusiv für die Netflix-Plattform erscheinen. Assassin's Creed-Fans können sich also über einen Haufen neuer Inhalte freuen. Ach, bei dem Anblick kribbelt es einen doch direkt in den Fingerspitzen. Und mit Ubisofts Versprechung soll das Assassin's Creed-Feeling wieder auf unsere Bildschirme zurückkehren. Halten Sie diese, könnte der Action-Adventure-Reihe ein vielversprechendes Comeback bevorstehen. Das Credo muss alle überleben. Auf das Comeback können wir auf jeden Fall gespannt sein. Bei unserem nächsten Spiel, da geht es weniger um Schleichen, mehr um Rennen, besonders wenn man auf Basketball steht. Da ist ja jetzt gerade die Obermeisterschaft zu Ende gegangen und Deutschland Dritter geworden. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle. Und passend dazu ist letzte Woche ein Spiel auf den Markt gekommen, NBA 2K23. Ja, und was das Spiel kann, für wen es ist, ob sich ein Kauf lohnt, das haben sich Nathan Bilger und Jan Tuero für euch angeschaut. Warte. Wir machen das so. Der Beitrag geht erst dann los, wenn ich treffe hier. Morgen. Hey, easy. Du, Jan, müssen wir jetzt Basketball spielen? Ist das dein Ernst? Ja. Nee, bei dem Wetter macht das doch keinen Spaß. Aber das Wetter ist voll nice. Nein, das ist nicht! Okay,
vielleicht hast recht. Aber ich habe das neue NBA 2K23. Ja? Vielleicht können wir das spielen. Ja, ich mag Basketball nicht so. Ich bin so ein bisschen Fan von dieser ganzen Kultur drumherum. Sneaker und so, finde ich ganz geil. Dann lass reingehen. Das hat NBA 2K23 natürlich auch parat. Aber lasst uns zuerst über das Hauptthema von diesem Spiel reden. Basketball. Was bietet das Spiel für Basketballfans? Eine der coolsten Funktionen sind die verschiedenen Taktiken und Spielzüge, die man im Spiel anwenden kann. Die koordinierten Aktionen machen das Spiel sehr viel realistischer, aber auch etwas schwieriger für Basketballanfänger. Anfänger werden sich wahrscheinlich auch mit der Steuerung schwer tun, denn die ist gar nicht mal so einfach. Gut, dass es dafür einen eigenen Trainingsmodus gibt. Fans der NBA kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten, denn wie der Name schon vermuten lässt, dreht sich das gesamte Spiel um die nordamerikanische Basketballliga. So kann man neben allen aktuellen NBA-Teams auch mit Frauenteams aus der WNBA und mit Teams aus anderen Epochen spielen. Fans der deutschen Nationalmannschaft können auch Spieler wie Daniel Theiss bei Indiana und Franz oder Mo Wagner bei Orlando spielen. Natürlich ist auch die deutsche Basketballlegende Dirk Nowitzki beim Dallas-Team aus der 2011er Saison vertreten. Neben schnellen Spielen mit seinem Lieblingsteam, im Prinzip wie der Anstoßmodus bei FIFA, kann man im Karrieremodus My Career auch seinen eigenen Spieler erstellen und damit die Liga erobern. Oder online im My Team-Modus, der an das Ultimate Team von FIFA erinnert, gegen andere Spieler antreten. Also mir als Basketballer macht das Spiel schon richtig Spaß, auch wenn es übel schwer ist. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich finde es auch super schwer, vor allem Verteidigen ist super anstrengend, aber ich habe ehrlich gesagt ein bisschen mehr auf andere Sachen geachtet. Alle, die sich für den Sportbasketball nicht so begeistern können, die aber das ganze Geschehen drumherum spannend finden, kommen beim neuen Teil der NBA 2K-Reihe auf jeden Fall auf ihre Kosten. Am meisten fällt da der Karrieremodus auf. Der funktioniert im Prinzip wie ein Rollenspiel mit einer offenen Spielwelt. Ihr steuert euren Spieler durch eine Stadt und nehmt Quests an, Besprechungen mit euren Beratern, Interviews und natürlich das nächste Spiel der Saison. Eure Handlungen in diesen Challenges wirken sich auf eure Beliebtheit bei den Fans, eure Skills auf dem Platz und auf freigeschaltete Objekte aus. So könnt ihr euch zum Beispiel neue Outfits zusammenstellen und eine Freundschaft mit dem Grammy-nominierten Rapper J. Cole schließen. Wer etwas über die Geschichte von Basketball lernen will, sollte die Jordan Challenges ausprobieren. Zwar sind diese nur in der 100 Euro teuren Jordan Edition verfügbar, aber wer nicht weiß, was er mit seiner Energiepauschale anfangen soll oder eben ein krasser Basketball-Nerd ist, sollte über einen Kauf nachdenken. All das wird untermalt von einem Soundtrack, der wie angegossen zur Stimmung im Spiel passt. Von Drake über Doja Cat bis Kate Renata und Jack Harlow ist für Hip-Hop-Fans alles dabei, um sich so zu fühlen wie in einem NBA-Stadion. Und diese Dinge zusammen mit dem spaßigen Gameplay und der schönen Grafik machen richtig Laune. Und zugegeben, ich habe jetzt viel mehr Bock auf Basketball als davor. Ach, ist das so? Ja, total. Ich habe jetzt richtig Bock, mit so ein paar Fadeaway-Stepbacks irgendwie ein paar Leuten so Ankle-Breaks zu verteilen und über Gegner zu danken, wie man so sagt. Also, ich bin dir ehrlich, mich juckt richtig in den Sprunggelenken gerade. Halt die Fresse. Lass einfach weiterspielen, komm, es regnet immer noch. Danke Nathan, danke Jan. Paul, du bist ja auch so eine kleine Basketballmaus, ne? Holst du dir das Spiel? Und wenn ja, mit wem spielst du denn? Safe, also ich werde es mir sicher holen. Und ich liebe ja Dennis Schröder, der hat sich jetzt bei der EM auch wieder gut in den Fokus von ein paar NBA-Teams gespielt. Hat einen neuen, alten Verein, ist zurück bei den Lakers. Und ich denke, die Lakers mit Schröder, die werden mein Team. Aber Danny, wusstest du eigentlich, dass die NBA 2K-Serie älter ist als unser nächstes Thema? Ja, noch Battlefield. Älter als Battlefield? Ja, NBA gibt es seit 1999, also NBA 2K. Und Battlefield erst seit... Ja, seit 2002. Ja, das weiß ich, denn wir haben heute den Battlefield-Geburtstag. Ja, gut. Also auf jeden Fall, die Serie ist 20 Jahre alt geworden und Hauke hat hoffentlich nicht nur Kuchen gegessen, sondern auch einen Geburtstagsbeitrag gebastelt. Ah, Battlefield, du wirst nun 20. Große Schlachten, dicke Wagen und manchmal Bad Company. So wie quasi jeder deutsche Supermarkt, wenn Kasse 2 aufgemacht wird. Aber Battlefield ist einer dieser Shooter, die jeder etwas erfahrene Gamer irgendwie schon mal gehört hat. Und natürlich ging es mit dem Zweiten Weltkrieg los. Weißt du noch? Battlefield 1942. Viele Ecken und Kanten in der Grafik, aber auf LAN-Partys damals der Hit. Und ja, auch heute noch kann man Battlefield 1942 online spielen. Battlefield Vietnam, das war eine kleine Klassenfahrt in ein fremdes Land. Doch in Battlefield 2, da gab es danach den ersten richtig dicken Klopper, der Defibrillator, um versehrte Kameraden zurückzuholen. Das war eine gute Sache, anders als der Commander-Modus, der zum Glück mit Battlefield 4 weg war. Ich brauche Action und keinen Chef, der auf der Ersatzbank sitzt.
Und weißt du noch, Battlefield 2142, als du unbedingt so aussehen wolltest wie Star Wars Episode 5? Bad Company und 1943 klammern wir mal aus, das war die wilde Konsolenphase. Die hat jeder mal. Aber Bad Company 2 hat alles verändert. Zerstörung kam ins Spiel. Einfach alles zerstören können, was dann Einfluss auf die Map hat. Damit hat sich Call of Duty erst viel später gebrüstet. Ah, und die Hubschrauber in Battlefield 3 und 4. Oder aus dem Flugzeug steigen, schießen und wieder einsteigen. Das war Spielgefühl. Es wurde so viel richtig gemacht. Battlefield Hardline, auch das war noch Vollgas-Multiplayer. Und dann ging's bergab. In Battlefield 1 blieben die Updates aus, kaum neuer Content. In Battlefield 5 hast du dich zu sehr von Fortnite inspirieren lassen. Wer will denn Skins? Bleib doch real. Deine Atmosphäre war doch schon cool, aber alles andere irgendwie Mist. Und mit Battlefield 2042 hast du auch wieder nicht alles richtig gemacht. Und viele haben dich jetzt im Stich gelassen. Und jetzt ist es zu spät. Zum 20. Geburtstag gebe ich dir mit, liebes Battlefield. Bleib doch so, wie du bist. Also, wie du warst. So um Battlefield 4 rum. Aber hey, kann ich eigentlich noch ein paar Jungs zum Geburtstag mitbringen? Das sind ganz liebe. Die kennst du, glaube ich, noch von früher, oder? Oha, Battlefield Heroes, das hatte ich ja ganz vergessen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei diesen ganzen Clips, da bekomme ich auf jeden Fall Bock auf riesige Schlachten und Luftkämpfe. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, Battlefield 2042 hat mich ja sehr enttäuscht. Aber welches war es denn bei dir? Was hast du denn gespielt von Battlefield? Also mein allererstes war Battlefield Bad Company 1, aber auch nur, weil das ab 16 war und mein älterer Bruder, der damals 16 war, das gekauft hat, deswegen habe ich das gespielt. Aber ich bin auch ganz ehrlich eher Team Call of Duty. Ja? Na gut. Aber bei Battlefield wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis da wieder was Neues rauskommt. Wir sind da auf jeden Fall Fixer, denn wir haben gleich nach der Werbung erstmal den schnellsten YouTube-Bann der Geschichte für euch. Und wir blicken auf die neuen FIFA-Ratings. Was wollt ihr wissen? Wer ist schneller? Ronaldo oder Messi? Danny oder Paul? Ja. Ich. Willkommen zurück beim E-Fernsehen. Wir haben ja schon vor der Werbung über Kids und Gaming gesprochen. Wir kommen jetzt zu einem Spiel, das auf jeden Fall bei der jüngeren Generation Anklang findet. Es geht um FIFA. Ja, und da sage ich euch gesagt, lasst die Finger weg von Papas Kreditkarte. Ja, auf jeden Fall. FIFA Ultimate Team ist das Stichwort. Und da kommen wir jetzt so langsam in die heiße Phase, weil die ersten Ratings der Ultimate-Karten sind raus. Und ich habe gehört, wir machen jetzt so ein kleines Spiel, so Rating-Raten. Und dafür kommt Hauke ins Studio. Damit herzlich willkommen zum schnellen FIFA-Ratings-Raten. Denn Jungs, ich habe ein bisschen was vorbereitet. FIFA 23 kommt raus, die ersten Werte sind da und ihr beide werdet gegeneinander spielen. Und der Verlierer kriegt ein bisschen was von der Torte ins Gesicht, die wir vorhin gesehen haben. Habt ihr da Bock drauf? Ja, gut. Sehr gut. Ready. Ihr spielt gegeneinander, ihr habt ein bisschen was vorbereitet. Erstes Spiel, wir haben hier ein paar FIFA-Karten vorbereitet. Da fehlt ein Wert. Ich gebe euch drei zur Auswahl und ihr müsst sagen, welcher Wert fehlt, okay? Welcher könnte passen? Wir legen los. Erste Karte. Kylian Mbappé. Und wir sehen, der Pace, die Schnelligkeit fehlt. Welcher Wert könnte denn da stehen? Die 95, 96, 97. Paul, du fängst an. Also Mbappé schon sehr schneller Spieler, deswegen gehe ich auf die 95. Und Danny? Sehr schneller Spieler und du hast den niedrigsten Wert genommen? Nee, war das denn nicht die 97? 95, 96, 97. Ah, ich wollte das mittlere nehmen. Ich wollte 96 nehmen. Danny? Ich sag 97. Und die richtige Lösung ist? 97, der Mann ist verdammt schnell. Aber Paul, die nächste Kategorie wird dir auf jeden Fall abholen. Wir spielen höher oder tiefer, denn wir haben Karten aus FIFA 22 geholt und wollen von euch wissen, ist denn die FIFA 23-Karte besser oder schlechter? Oh, nice. Und wir starten mit der FIFA 22-Version, dann sagt ihr höher oder niedriger und wer richtig liegt, kriegt halt. Wir machen es gleichzeitig mit Daumen. Also die Karte, die wir sehen, ist die von FIFA 22. Das ist die alte, genau. Ja. Und wir müssen sagen, ob sie jetzt höher oder... Genau. Okay. Richtig. Es gibt auch gleich, ich will es nur reinwerfen, okay? Ja. Und wir starten mit der ersten Karte. 3, 2, 1, höher. Sagt beide höher? Ja. Und? Muss. Jawohl. Korrekt. Ja, ja, geisteskrank. Nächste Karte. Lewandowski. So. Boah, ja. Ja. Beide sagen niedriger und Lewandowski hat in der FIFA 23. Jawohl. Der einzige, der 92 hat, ist ein Mbappé. Liegt am Verein. So, wir gehen rein mit der nächsten Karte. Ter Stegen, der Mats. Ja, liebe Vorgenannte. 3, 2, 1, höher, niedriger? Niedriger. Danny sagt niedriger, Paul sagt gleich. Und die Lösung ist? Niedriger. Und auch weniger Haare. Und auch weniger Haare verloren. Also Haare verloren. Und damit haben wir einen Gewinner. Danny hat das schnelle Ratingsraten gewonnen. Yes, herzlichen Glückwunsch. Und Paul, du kriegst was von unserer Torte in die Fresse.
Oh, ach so. Ja, dann ziehst du jetzt einfach, musst du als Strafe einfach meinen Sakko anziehen und damit den Rest der Sendung moderieren. Ja, schick ist auf jeden Fall anders. Wir kommen jetzt zu unserer Lieblingskategorie: Verrückt, kurios, Internet. Verrückt, kurios, Internet. Piu, piu. Ja, wir haben euch vorhin schon den schnellsten YouTube-Bann der Geschichte versprochen und tada, da ist er. Es geht um Ludwig. Wir haben schon mal so ungefähr vor anderthalb Jahren über ihn gesprochen. Er ist ein englischsprachiger Streamer, der damals bekannt geworden ist durch einen Sabaton, also einen Stream, der sich verlängert, wenn man reinzappt. Und das hat er ewig lang gemacht. Und jetzt hat er sich einen ganz speziellen neuen Speedrun vorgenommen. Ganz bewusst hat er nämlich geschaut, wie schnell man bei YouTube im Stream gebannt wird. Sein Weg, das Naruto-Intro, dazu ein Highlight-Clip aus der italienischen Fußballliga Serie A. Und nach 91 Sekunden wurde er automatisch von YouTube gebannt. Ist ein ganz spezieller Weltrekord, ja, aber man weiß noch nicht so ganz genau, warum er das gemacht hat. Was man weiß, Ludwig hat sich in letzter Zeit immer wieder über die Bann- und Verwarnpolitik von YouTube aufgeregt. Yes, und ihr da draußen könnt ja mal einfach unter dem Hashtag eFernsehen schreiben, ob ihr vielleicht schon schneller gebannt wurdet. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf eure Stories und damit sind wir schon wieder am Ende. So schnell kann es gehen. Sendung ist vorbei, wir sehen uns dann nächste Woche wieder, gleiche Uhrzeit, gleicher Sender und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Ciao. Sag mal, Danny, können wir jetzt eigentlich auch gebannt werden, weil wir gerade den Serie A-Highlight-Clip gezeigt haben? Nee, uns hat doch eh keiner auf dem Schirm.